So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom. Und wir sind immer noch im Museum und sollen hier das ein oder andere wichtige Gut retten. Alle Neune. Ich wollte eigentlich erstmal die Typen da zerstören, damit ich hier die Blümchen habe. Gut. Gut, Patrick, SpongeBob. Heißt der nicht Kevin hier, der Typ, der mit der Gurke gucken kann? Und nicht mehr zu erinnern. So, wie dem auch sei, wir starten durch. Müssen mal wieder hier ein bisschen schleichen. Aber wir haben ja viel schon mittlerweile geschafft. Wir haben die komischen Heidi-Star besiegt, die mir da so ein bisschen auf den Senkel gegangen sind. Konzentration. Letzte Folge, ich erinnere mich, erinnert euch. Geh mir nicht auf den Senkel. So. Frische Unterbox und ein Checkpoint, oder? Jawohl, ja. Oh Gott. Ich muss da nicht darüber. Nee, ich muss nicht darüber. Ah! Den habe ich jetzt nicht gesehen erstmal. Klappe jetzt! Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay. Natürlich. Und schon sind wir wieder am Anfang. Aber wo ist doch eine Kiste gewesen? Oben seine. Wir müssen nämlich wieder zurück, mehr oder weniger. Also wir müssen ja da hoch wieder. Ich will jetzt nicht nochmal alles nochmal neu machen. Da sind wir schon wieder. Keine Sorge. Okay, so ging es auch. Keine Sorge. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass wir alle Kisten haben. Zumindest die, die bisher da sind. Und wir keine Laserdinger mehr haben. So, den haben wir auch. Jetzt muss ich überlegen, wie machen wir das denn? Also, wir müssen. Okay, wir müssen da rüber. Ah, so viel zum Thema, ne? Das ist nicht mehr allzu viel. Warum? So viel zum Thema, es ist doch nicht mehr so viel. Es ist doch. Und es wird jetzt gerade ein bisschen frustrierend. Ja, was heißt? Nein, frustrierend wird es nicht. Alles gut. Mit der kriegen wir doch alles. Wir kriegen es doch schon irgendwie noch hin. Wir haben keine Gegner. Und damit ein bisschen Ruhe. Wir haben noch drei Buchsen. Wir brauchen noch drei Bilder. Die kriegen wir auch noch hoffentlich irgendwie. Aber wieso komme ich dann? Aua, Glück gehabt. Das ist dann schon mal rübergekommen. Drei Bilder brauchen wir noch, ne? Im gesamten Level oder was? Für Mrs. Puff. Oh, Gott. Warum schon wieder nicht? Warte mal, ich hol mir mal kurz eine Buchse hier. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch eine neue Buchse kaufen. Also, das heißt, holen. Ja, machen wir das doch Ding voll. Wie eine so, jetzt muss ich gerade gucken, wo die. So, dann haben wir das auch. Oder? Mann, rein mit euch ins Kistchen. Jetzt muss ich nochmal wieder darüber. Also, ich bin jetzt wieder voll. Deswegen habe ich mir die Buffets. Muss jetzt erstmal. Ja! Nein! Das hat nicht geklappt. Okay. Mal kurz. Spongy Bobby, spring da runter. Das habe ich jetzt bewusst gemacht, weil ja, also das Dauergeschleiche macht mir dann ein bisschen. Da habe ich noch ein bisschen. Warte mal. Ah, verdammt. So, darüber. Möchte ich jetzt auf den Checkpoint haben. Oh Gott. Hey, direkt darüber springen komme ich nicht. Okay, why not? Regen, Regen, gehe fort! Da, von Regen.
Warum springe ich eigentlich immer da dran vorbei? Was ist das los? Weil ich da leuchte. Wow. Alter! Ich hatte nicht erwartet, dass die scheiß Regenwolke so runterkommt, bis sie runterkommt. Ich dachte, geil, wir unten müssen ein bisschen safe, aber nö. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wie komme ich darüber jetzt. Also tragisch ist es nicht, wenn wir jetzt wieder neu anfangen müssen. Also was heißt neu anfangen müssen? Neu anfangen will ich hoffentlich, nicht. So, jetzt muss ich gucken, das ist da echt diese scheiß Regenwolken, ne? Ach, da oben ist so ein Hansel! Nein, warum schon wieder? Das ist der letzte gewesen. Ich wäre drüber gewesen an dem Ding. Aber nein, er muss ja in dem Moment noch vorbeispringen. Das Problem, dass die komischen Dings doch nebenbei. Ah, den muss ich auch noch. Den kriege ich aber nicht so schnell gekillt, ne? Ich will jetzt einfach mal das Ding da erlösen, zumindest mal darüber kommen. Wäre jetzt immer schön. Dann hätte ich das zumindest auch durch. Also wir müssen drei. Ja, doch, genau. So. Weiter. So. Geschafft. Ups, das war mal vollkommen vorbei. Aber. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sieg. Oh, wie funkelnd. Viele, viele neue Blümchen und eine frische Nuss. So, du musst wahrscheinlich jetzt komplett darüber. Wie komme ich jetzt da hin? Wie komme ich jetzt da hin? Da komme ich doch nicht rüber, oder? Sind nicht in einem Rutsch, oder? Wow, Alter. Wie komme ich jetzt da komplett rüber? Never ever. Warte mal. Nein! Ich war schon so weit. Lass mich doch. Ich hätte eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das schaffe. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich will das heute gerne noch erledigen, das Museum. Das hätte man das ja auch durch, aber da vorne ist nämlich schon noch ein Foto. Also, so ein Bild. Und dann könnten wir, mal gucken, aber dann schon Sand Mountain angehen. Also, nicht in dieser Aufnahme sind. Ja, Hilfe. Nein! Mann! Wieso? Ich scheitere immer an dem gleichen. Geh ab bei mir. Ich scheitere immer gefühlt an diesem scheiß letzten Ding. Sterben werde ich jetzt nicht, das ist klar. Aber warte mal. So. So. Oder? Natürlich stehe ich wieder unten. Wenn wir es ja so schön können, weil wir das mittlerweile. Hör auf damit! Ach, ja.
Ja, springst du mal rein? In die Kiste? Warum zur Hölle? Ich stelle mich ein bisschen blöd jetzt an, oder was? Einfach, also, ich stelle mich blöde an, ja, um Gottes Willen, aber... So, darüber, darüber. Ich stelle mich, wie gesagt, ich stelle mich dann so ein bisschen blöde an, wenn ich an den letzten, wenn ich am letzten dran bin. Weil wir müssen, da ja. So, den, auf jeden Fall. Warte mal, betreib es nicht jetzt. Ach, geh mir nicht auf den Senkel mit deinem Scheiß. So, jetzt. So, jetzt. Mein Gott. So, also, wir müssen scheinbar... Ach Mann, ich will doch nicht hier runter schon wieder. Ich war doch schon da drüben. Ich weiß, wie es geht, ja. Ich muss das nur jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen, weil ich jedes Mal irgendwie zu viel will. So. So schwer ist es eigentlich nicht. So schwer ist es eigentlich nicht. Ich bin einfach nur, stelle mich einfach nur gerade ein bisschen selten dämlich an. So. Komm jetzt her. Oh, Glück gehabt. So, jetzt. Also, ich vermute, dass wir die drei da mitnehmen müssen. Klar. Dass wir ein bisschen Umwege gehen müssen. Also quasi den außen und dann in die Mitte. Zeit für eine kleine Schleicherei. So. Hab dich. Perfekt. Und dann haben wir das auch. Ich könnte die Socke da vorne jetzt eigentlich tatsächlich sogar mitnehmen, aber nein, ich mache es jetzt erstmal so. Okay, wir müssen. Ah, Hilfe! Warte, lass mich gelesen, Sack! Lass mich in Ruhe! Lass mich einfach nur in Ruhe! So, wir müssen das Handy, oder? Also, wenn das Handy will. Oh, das war natürlich jetzt nicht beabsichtigt. Da habe ich ein bisschen zu spät drauf geachtet, weil wir jetzt gerade sind. Geschenke öffnen ist klasse. Wow, wow. Glück gehabt. Nein! Das ist aber mit ein bisschen verwirrend gerade hier, die ganze Geschosse. Ja. Alle Neune! Hey, Gary! Du machst Hallo, einen Gary. Furchtbar langen Spaziergang, was? Miau! Haben der fortgeschrittenen Dunkelheit, hm? Klingt finster. Okay, Gary, ich werde extra, extra, extra vorsichtig sein. So. Gut. Dann graben wir extra den... So, nehmen wir das alles mit. Ja, warte mal. Wo geht's denn? Alles Blümchen für mich! Genau. Schau mal. Aber wem müssen wir jetzt hier ran? Warte mal, das ist irgendwas, was ich mitnehmen, wenn ich mal kurz hochgehen kann, lassen kann. Ja, gut, Blümchen. Halt. Tschüss. So, und hier müssen wir. Ach, da unten ist wieder eine. Allerdings, warte mal. Gucken wir mal, wem wir jetzt was zu tun haben. Patrick oder Sandy? Okay, da sind jetzt noch was größere Abschnitte. Gut.
Soll er die jetzt nicht beabsichtigt? Aber. Ja, Patrick wird sich wohl darüber freuen. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Gut, und das ganze Ding gehen wir dann in der nächsten Episode an und dann versuchen wir mal, wie wir weit verkommen. Bis dahin. Tschüss.